Es geht darum, die Geschäftsbeziehungsmuster sich bewusst anzugucken und zu schauen, wie kann ich sie erfolgreicher gestalten. Es ist so, das wird 3 Wochenenden in Präsenz geben, mit eigentlich immer einem Monat Abstand. Und in der Präsenz wird man zusammenarbeiten, wird man viel auch Input geben, Austausch geben, sagen, eigene Erfahrung einbringen. Und zwischen den Wochenenden hat man die Möglichkeit, alles, was man da gehört hat, für sich rausgenommen hat, im Alltag anzuwenden, auszuprobieren, Erfahrungen damit zu machen und dann, um beim nächsten Wochenende das wiederum mit einzubringen in das, worum es dann geht, und das so ein, sozusagen wie so eine kleine Schleife zwischen Präsenz, geschütztem Rahmen unter uns und dann direkt in der Arbeit mit den Menschen, mit denen man es zu tun hat, ausprobieren und Erfahrung sammeln und eben verbessern oder erfolgreicher gestalten, zu gucken, wie geht es besser, wie können wir besser miteinander zusammenarbeiten. Erfolgreich sein ist wirklich da auch einfach das Ziel. Aber es ist schon für Unternehmen gedacht oder eben Einzelunternehmer so, ja. Aber ich finde, in der Wertschöpfung ist irgendwo auch das schöpferische Kreative, das ist dann sozusagen wieder mein Bereich, wo ich finde, das ist das, wo das Künstlerische mit reinkommt, ist wirklich zu sagen, okay, lass uns Werte kreieren, um wirklich Geld zu verdienen, um wirklich zusammenzuarbeiten. Da ist der Erfolg, sondern ich bin einfach in echtem Kontakt und kann daraufhin wirklich auf Lösungen kommen, die gebraucht werden.